Und es geht schon weiter bei Let's Play Half-Life Source. Ja, ich bin immer noch euer MC Mafix und ich habe die Festplatte etwas geleert, mit anderen Worten 100 GB. Und ja, ich weiß nicht viel. Für First of ist es gar nicht mehr so viel. Dafür, dass es fast eine Stunde ganz hilfreich war. Okay, ja, wir sind hier immer noch im Tunnel. Wir müssen immer noch eine Rakete abschießen irgendwie oder so. Und dazu fahre ich jetzt hier mal zurück. Weil ich glaube, wir haben hier irgendwas vergessen. Und wir können sogar nachladen. Denn da vorne geht's nicht weiter. Und das ist kacke. Gut, schauen wir mal da lang. Oh, schön. Hier ist gar nichts. Toll. Kann man da irgendwie... ein Frame, zwei Frames, oh, drei Frames. Och, ich bin so stolz. Wartet kurz. Es geht weiter. Ich habe natürlich die Aufnahme neu gestartet. Wo ist unser Minecart? Ich meine, ich habe nur neu geladen. Okay, gut, das ist unser Minecart. Jetzt fahren wir hier wieder episch schnell. Und packen hier wieder den aus. Aber ganz ehrlich, da kann man doch nichts mehr machen. Okay, was ist das? Ist das T4 oder sowas? Ganz ehrlich, jetzt wird doch so krass Sinn machen, dass wir das Ding hier irgendwie betätigen müssen. Und hier geht's nicht mehr weiter. Warum geht's hier nicht weiter? Vielleicht hätte der Heini das irgendwie betätigen müssen. Nee. Nee, aber das teste ich jetzt mal. 14:38, 14:37, wie viel Uhr ist es denn überhaupt? Gut. Dann lade ich jetzt mal den hier. Ach super, da sind wir da. Ach toll. Bringt's ja. Ich glaube, ich habe irgendwas verkackt. Scheiße, habe ich jetzt irgendwie hier ein Event nicht getriggert? Es könnte sein, dass man irgendwie, dass der Heinz hier gedrückt haben hätte müssen. Schießt halt, sagen wir mal drauf. Komm. Da. Komm, wirf. Wirf. Stirb. Ja, ich brauche kein Morphin. Ich bin Gordon Freeman. Okay, ich brauch vielleicht noch Morphin. Oh, ich check's nicht. Fahr doch einfach weiter. Nee, das ist doch scheiße. Okay, was können wir hier machen? Wir können natürlich auch hier am Rand gehen, ohne auf die Schienen zu fallen. Aber ich weiß nicht, ob das uns irgendwas Cooles bringt. Wir können mal hier dahinter gehen. Super, und da ist nichts. Toll! Gehe ich jetzt hier auf die Schienen, habe jetzt keinen Bock mehr. Wo geht's hier lang? Gute Frage! Hey, hier war ich auch noch nie. Okay. Irgendwas Cooles wird schon sein. Okay, okay. Kann ich mich umschauen, ohne dass es leckt? Boah, mein Gott. Sorry, tut mir echt leid, aber ich weiß auch echt nicht, an was es liegt gerade. Hey, ich glaube, wir müssen sogar hier lang. Ist ja geil. Ja, hier müssen wir lang, weil hier war ich auch das letzte Mal, das weiß ich. Und hier sind Gegner, das weiß ich auch. Und wenn ich mir nicht ganz irre, ist ein Geschütz. Stirb! Okay, ist tot. Gut, war schon. Na, jetzt haben wir aber richtig viel Energie und jetzt verloren. Okay, dann gehen wir darauf. Dann nehmen wir uns das Ding hier. Da sind noch welche, das weiß ich. Ich weiß noch nicht wo. Okay, okay. Mit zwei Frames jumpen wir über die Gleise und schaffen es nicht. Boah. Unnötig, ganz ehrlich. Warum leckt es? Ja, toll. Auf einmal kommen die Heinis. Geh auf einmal. Nein. Ich weiß, dass du dich hinter der Kiste versteckst. Baller jetzt einfach deine Kackkisten hier weg. Hä? Was ist denn das für eine Kacke? Geh hinter das Geschütz. Ich sterbe, Heini. Oh mein Gott. Hey, die sterben nicht. Ja, übertreibt's kein Stück. Nee, sehe ich auch nicht ein. Was sind das für eine Kacke? Sind die unsterblich oder was? Komm.
Okay, dann schieße ich jetzt nochmal die Kisten ab. Dann sollten die jetzt kommen und dann mache ich sie jetzt mit meinem epischen Revolver fertig. Da sind sie doch. Okay, wartet mal. Ich werfe jetzt einfach mal eine Granate. Wartet mal. Ich will jetzt hier meinen Revolver auspacken. Ah, nee, sehe ich nicht an. So. Stealthen. Da. Ruhig. Schon wieder so ein Heini mit einer Shotgun hier. Aber der hat keine Chance gegen unseren epischen Revolver. Bam. Bam. Oh, echt man, der Revolver ist geil. Okay, gut, das war's, glaube ich. Hoffe ich. Speichern. Dafür speichere ich hier eine Milliarde Mal. Komm hoch. Oh, Leben. Ich hätte gerne Rüstung, aber man kann nicht alles haben. Und natürlich ist nichts drin. Ganz ehrlich, warum sind hier immer so viele leere Kisten? Ich will volle Kisten. Okay, und damit können wir hier den Schalter betätigen. Bringt sehr viel. Hier kommen wir nicht rein. Das heißt wahrscheinlich, da vorne ist die Schranke hochgegangen. Das ist cool. Und wir fahren weiter auf nach Mexiko. Ach verdammt, wir sind schon. Okay, wir sind in New Mexico. sind wir nah dran zumindest. Die Strecke nicht. Nein. Ach, scheiße. Ich will da hoch. Nein, das ist scheiße. Sorry. Da muss ich jetzt aber echt nochmal neu laden. Denn da hinten wäre noch wahrscheinlich... Da hinten war eine Kiste und da wäre wahrscheinlich Leben oder irgendwas Cooles drin gewesen. Und das hätte ich gerne gehabt. Dazu packe ich jetzt schon mal hier meine schöne Brechstange aus. Denn mit der Brechstange kann man am schönsten... Nein. Oh, blöder Gordon Freeman. Okay, super, unser Minecart fährt ohne uns. Toll. Okay, ich werde die ballern jetzt hier auf uns. Oh. Toll. Toll. Kann ich Spiel von hier laden. Geil, habe ich natürlich eine tolle Chance, das zu überleben. Okay, ich habe nicht gebremst, das war mein Fehler. Okay, jetzt hier runter, dann so draufhauen, auf die Kloppe. Und jetzt kann man unser cooles Minecart wieder einsteigen. Oder keine Ahnung, wie es heute mal heißt. Minen, Auto, Dingsbums da. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Okay, da sind welche, da wette ich drauf. Da sind wieder welche. Stipp! Boah, echt mal. Wie soll man bitte überhaupt mal einen Gegner besiegen, ohne dass man selbst Leben verliert? Oh, mir schwindelig. You spin my head right round, when you go down. Wer das kennt, jeder kennt es. Okay, dann gehen wir jetzt hier mal runter. Ich will schon mal, ob hier noch Kisten oder irgendwas Cooles waren. Ja, Munition hat sich schon gelohnt. Oh, Energie, cool. Und das sind meine Erzfeinkisten. Stirb, Erzfeinkiste. Okay, stirb nicht. Erzfeinkiste. Von hier aus stirbst du. Bam, hast du davon, Erzfeinkiste. Okay, und da unten war auch noch was. Nämlich nochmal Munition. Doll, super doll. Oh, ey, komm, geh hoch. Okay, dann kann man jetzt hier weiterfahren mit unserem coolen Auto. Mit unserem neuen BMW 20 Mazda Azubi. Keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Taschenlampe. Oh! Okay. Okay. Oh, geskillt. Geskillt, der war echt geskillt. Okay, jetzt fahren wir hier Speed. Auf Speed von mir. Der hat mir geladen. Ja, wie lange fahren wir eigentlich nochmal mit unserem... Oh, nein, die stecke ich auch noch. Das war so an den letzten Stellen, die ich gespielt habe. Das weiß ich noch. Weil, also, als ich das letzte Mal habe gespielt, ist schon Jahre her. Ich erinnere mich schon noch an viel, das merkt ihr. Aber trotzdem, ich kenne noch ein paar schlimme Stellen. Zum Beispiel, wenn wir von diesen Kisten getroffen werden, stirbt man. Das habe ich auch nie geblickt. Ich habe immer gedacht, wir werden von den Heinis abgeschossen. Okay, jetzt müssen wir hier wieder drauf und weiterfahren. Ah! Und bitte.
Ah, irgendwas kam noch. Irgendwas Schlimmes kommt jetzt. Das weiß ich noch. Ich weiß nicht was, aber irgendwas Schlimmes kommt jetzt. Ah! Scheiße. Das war knapp. Ja, ein Geschütz ist nicht allzu schlimm, aber irgendwas kommt da noch. Ah! Ich wusste es. Da ist wieder so ein Heini mit der Bazooka. Stirb. Oh, die hat noch übertrieben viel aus. Oh, ich finde es immer gut, dass unser Minecart weiterfährt, obwohl wir nicht drin sind. Ich duck mich einfach. Mir ist kacke, glaube ich, jetzt hier für die. Aber fahr schneller. Ah! Ich will kein Leben verlieren. Nein! Verdammt, 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 verdammt. Das haben die so geplant. Echt tückisch von denen. Da muss man hier nämlich draufschießen, okay? So, und jetzt. Vorwärts! Komm, auf mein cooles Auto. Mein Mazda BMW Azubi. Ist das überhaupt gut? Ach, ich weiß es doch nicht. Ich kenne mich nicht so mit Autos aus. Okay, da ist eine Leiter. Kein Bock auf Leiter. Wir tun runter, Oh, wir können gar nicht mehr weiter, oder? Oh, nein, dazu können wir kein Auto mehr benutzen. Ey, das ist doch scheiße. Nee, da bin ich jetzt echt traurig. Oh, au, fuck. Okay, da ist ein rotes Ding. Da will ich nicht drauf. Oh, Skill. Sehe ich da einen Zombie? Sehe ich da einen Zombie? Sehe ich da zwei Zombies? Oh, nein. Ich sehe sie. Ich sehe den hässlichen Namen. Gut, sie stört es nicht, wenn ich auf sie schieße. Finde ich sympathisch. Finde ich sympathisch. Aber ich finde es nicht sympathisch, dass sie nach zwei Schüssen nicht sterben. Bam, bam. Okay. So eine miese Falle hätte ich die nicht gesehen. Ich glaube, ich wäre echt gestorben. Okay, gut, kann man irgendwie so ohne möglichst wenig Lebenverlust. Gut, das Geschützdings ist natürlich nicht tot. Aber das ist egal. Ist hier irgendwo ein Schalter? Vielleicht können wir unser Minecraft ja doch noch irgendwo holen. Achso, das Ding ist kaputt. Achso, okay, dann können wir es nicht mehr holen. Traurig. Kein Minecraft mehr. Gut, dann, oh nee. War doch klar. Ich schieb hier mal die Kisten vor. Das war's mit meinen Kisten. Ja, merke ich auch. Okay, wie machen wir das am blödesten? Ja, ich kann das nur mit den Dingern machen, oder? Oder ich kann natürlich auch an den Dingern einfach mal versuchen vorbeizustarten. Ducken, 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 bis die Kisten kaputt sind. Komm, geht kaputt. Vielleicht kann ich sie hier so überrennen. Hallo. Hallo. Okay. Kaputt down. Dann jetzt hier die da. Hier und jetzt da schnell an dem vorbeilaufen. Ach, Glück gehabt. Okay, da ist wieder ein Radio-Ding. Das mache ich einfach aus Prinzip kaputt. Ich weiß, dass mir nichts bringt, aber ich mache ich gerne. Da oben ist ein Luftschacht, da kann man nicht rein. Und was ist erst Freeman? Interne Datenbank belegt diese Bam! Ah! Scheiße. So viel Lebenverlust, echt. Egal, ich lade jetzt nicht mehr. Aus Prinzip jetzt schon nicht. Warum? Hä? Hä, nee. Hä? Okay, warte, warte. Jetzt. Nicht jetzt wegen dem Lebensverlust, aber ich hab doch. Wurde ich davon irgendwas abgeballert? Da oben ist doch was, oder warte, ich teste es jetzt mal, hallo? Da hat mir doch gerade was abgeballert. Hallo? Jetzt. Doch, da oben! Wir haben eh voll Leben, braucht man nicht. Well, okay, Tür auf. Nochmal Tür auf. Tür geh auf, Tür geh auf. Bitte, ich will durch dich durch. Wie lange haben wir noch Zeit? Ah!
Bam! Video Face. Oh, super. Hä? Was nur noch 82 Leben? 67? Oh. Nein, da hatten wir ihn geladen. Das sehe ich nicht an. 8 Minuten haben wir noch, gut. Dann packe ich ja die da und die da. Gut. Auf. Da hatten wir ihn geladen, Dann hier hin stealthen. Stealth. Obwohl Stealth nichts bringt. Epic fucking Revolver in your Epic Fresse. Nein, ihr, eure Fresse ist nicht epic. Nur Gordon Freemans Fresse ist epic hier. Echt, Mann, was für Penner, ganz ehrlich. Was haben die gegen uns? Ist überhaupt nur Militär oder, keine Ahnung, egal. Weil die sehen doch... stimmt, das sind ja Roboter, stimmt. Das ist ja in der deutschen Fassung so. Okay, hier hatten wir ein Geschütz, cool, zu spät. Und da ist die Rakete, die wir in die Luft schießen müssen, damit die Doktors Heinis die Portale schließen können. Oh nein, an die Stelle ich mal... Das war die Stelle, wo ich... an die Stelle habe ich echt Jahrhunderte gebraucht. Und ich habe es dann auch nur mit Glück geschafft. Okay, also, ich zeige euch mal. Wenn wir hier durchgehen... Sterben wir. Es sind halt hier überall Minen. Das heißt, wir müssen irgendwie da hochkommen. Das machen wir so. So. Und jetzt... Jumpen wir in die Gazelle. Ja, ja. Das heißt, ich habe mich es irgendwie geschafft, mich hier nach oben zu glitschen. Und dann habe ich es drüber geschafft. Weil so, ich habe keine Ahnung, ob ich den Sprung überhaupt schaffen kann. Ja, wir haben es gesehen, du kannst explodieren, Gordon. Was denn? Ich bin doch nicht gar nicht berührt. Okay, dann gehen wir mal hier hoch und versuchen so rüber zu jumpen. Ja! Geil. Also ich glaube, man kann das auch irgendwie mit den Kisten machen, aber ist mir scheißegal. Und ich habe es geschafft, okay. Dann packe ich jetzt hier meine Shotgun aus. Ey, das ist eine Shotgun, die sollte vielleicht umfallen, wenn ich mit der Shotgun abballere. Ich glaube, hier sind noch welche. Ihr Leben haben wir immer genug. Wir haben nur nie Energie für unseren Anzug. Okay, hier ist ein toter Doktor. Das ist eine Erde. Cool. Jetzt sind wir die Erde. Wow. Wo geht's jetzt lang? Hier sind Computer. Brauchen wir alles nicht. Ich habe einen eigenen Computer. Geil. Cool. Da geht's wieder zurück. Und was gibt's hier? Oh, hallo. Kosten. Avoid motion while retaining scan. Achso, ja, da muss irgendjemand bestimmt sein. Okay, drücken wir einfach auf den Knopf. Cool, ich werde da durchschauen. Und da gibt es den Raketenstart. Schön. Sehr schön. Haben wir gut gemacht. Wow. Ich sehe nichts mehr. Gut, Rakete geschossen. Ich will noch eine schießen. Okay, ich wette, da kommen jetzt nochmal neue von denen. Okay, doch nicht. Ich hätte doch wetten können. Da fällt mir ein, wir könnten theoretisch auch hier... verdammt, schon wieder falsche Richtung. Nee. So. So, da irgendwie durch. Hey, hört ihr die Musik? Die erinnert mich irgendwie an Sin City. Hey, ist cool die Musik. Okay, jetzt müssen wir wieder hier raus, aber jetzt ist ja leicht. Jetzt kommen wir hier und da und da. Jetzt sind wir schon draußen hier. Gut, haben wir die Rakete geschossen und jetzt können die Doktoren hoffentlich das Portal-Dings da weghauen. Okay, dann kommen wir wieder zurück. Taten wir geladen. Okay, Stealth. Stealth muss da rein. Ich weiß noch nicht, ob man hier davor schon rein konnte, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Sonst hätte es jetzt nicht so gebracht. Sind da Gegner? Nee, aber da ist wieder ein Minecart. Cool, das Leben. Auf 30%. Nein, ich will da hoch. Ach, dann komme ich da nicht hoch. Aber da komme ich rüber. Und da sind Minen. Ich finde ganz ehrlich, die Minen sind so sinnlos.
komm, eh nicht gescheit benutzen. Wahrscheinlich würde ich in die Minen, wenn ich sie liegen würde, eh öfters reinlaufen, als ich damit Gegner töten würde. Und ja, jetzt haben wir, oh, jetzt haben wir hier nicht nur einen Ferrari Mazda Dingsbums, jetzt haben wir einen Ferrari Audi BMW Dingsbums Mazda. Azubi. Festnahme. Oh. Klingt gar nicht gut. Okay, ab hier kann ich jetzt auch nicht mehr. Ah! Okay, nee, das will ich jetzt mal anschauen. Da hat man geladen. Ich zeig's jetzt nochmal. Festnahme. Oh, und ich weiß echt noch nicht, was hier kommt. Ah! Und noch einmal, weil es so schön war. Ich weiß jetzt echt nicht, was hier kommt. Und der 4 kann ich jetzt dann wirklich nicht mehr. Alle guten Dinge sind sein. Nee, geile Fahrt. Okay, ich glaube, das war's jetzt mit Minecraft fahren und ich komme hier nicht mehr hoch. Ich. Hä? Hä? Ich habe mich festgeglitscht. Nein. An die Oberfläche. Oh. Okay, cool. Jetzt sind wir hier im Wasser. Die Soldaten. Die denken wahrscheinlich, dass wir tot sind. Festnahme. Also ich. Irgendwas weiß ich hier noch aus dem Kapitel, aber nur wirklich einen Anfang und dann ist es wieder Blindo. Gleich das Spiel. Okay, da sind irgendwelche hässlichen Viecher. Und oh, oh, wir verlieren den. Ach, ans Wasser wieder. Okay, jetzt sind wir wieder am Wasser und jetzt können wir hier wieder runter. Am Wasser. Was? Am Wasser? Im Wasser. Lütze Sprache, Schwöde Sprache. Dann gehen wir hier. Und ich glaube, das ist der gleiche Weg wie gerade eben. Luft. Luft. Ich brauche Luft, ich brauche Luft. Okay, das war irgendwie so. Irgendwie, dass wir die Fässer, glaube ich, hier irgendwie hochbringen müssen. Hä, die Musik ist schon wieder so geil. Ich finde die Musik gar nicht geil von Half-Life, ganz ehrlich. Okay, ich teste jetzt mal was. Yes, hat funktioniert. Geil. Besser als sogar gedacht. Cool. Da ist Munition. Da unten ist eine Tür, die sogar aufgeht. Halleluja, Türen, die aufgehen. Realismus. Die Tür geht auch auf und da kommen wir Luft, Luft, Luft. Ah, ich habe mich festgepackt. Okay, draufhauen. Draufhauen, draufhauen, draufhauen. Ich glaube, hier geht es nicht mehr weiter. Aber ich speichere hier nochmal kurz und schaue, wie viel Zeit ich noch habe. Oh, eine Minute. Nee, da höre ich jetzt, würde ich sagen, erst schon mal auf. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part beim Kapitel Festnahme. Euer MC Mafix. Bis dann. Ciao.